Hallo Michi, freut mich voll, dass du heute da bist bei der nächsten Ausgabe von Stadtmainz. Darf ich da vielleicht gleich mal ganz im Stile von St. Pölten da eine Flaschel Bernstein überreichen zum Trinken, dass da auch die Kehle nicht eintrocknet? Dankeschön. Ja. Voll gern. Danke für die Einladung. Freut mich voll. Vielleicht einmal vorweg, dass die Zuseherinnen und Zuseher ein bisschen verstehen, wer sitzt jetzt da bei mir, wie kannst du vielleicht ein bisschen was zu deiner Person erzählen, was machst du, wer bist du, was ist so deine Position auch in der Stadt? Ja, also mein Name ist der Michael Bachl. Sehr viele, die mit Veranstaltungen zu tun haben, kennen mich, aber natürlich werden dieses Format auch andere Leute sehen. Also ich leite in St. Pölten das Veranstaltungsservice. Das Veranstaltungsservice teilt sich in zwei Bereiche. Das eine ist der städtische Bereich, das andere ist der Bereich, der über die Marketing St. Pölten GmbH abgedeckt ist. Ich bin auch dort Prokurist in der Marketing St. Pölten GmbH. Wenn ich sage, es teilt sich, es kommt immer darauf an, ob es jetzt eine hoheitliche Aufgabe ist oder ob es per se eigentlich rein eine Veranstaltung ist. Aber das Veranstaltungsservice selbst, um da einen kurzen Reigen zu spannen, ist sehr, sehr vielseitig und macht im Konkreten die großen Veranstaltungen in St. Pölten, die man eh kennt. Ich sage jetzt nur als Beispiel einen Weihnachtsmarkt, wenn wir jetzt vor der Zeit stehen, oder einen Hauptstadtball oder ein Sommerfest und so weiter. Ist aber auch Bindeglied zu den ganzen Großveranstaltern in der Stadt. Ja, das heißt, wir sind das Bindeglied zu einem Frequency, wir sind das Bindeglied zu größeren Produktionen, so wie die Marwef Show zum Beispiel war. Wir sind das Bindeglied zum Spartan Race. Und wenn man das vielleicht ein bisschen konkretisiert, was bedeutet jetzt das Bindeglied? Das heißt, der Harry Jena, um jetzt bei dem Beispiel des Frequencies zu bleiben, hat eine Ansprechperson in der Stadt, das ist in dem Fall, bin das ich persönlich, ja. Und ich versuche ihm halt zu helfen, weil halt die Kontakte, die ich in der Stadt habe, natürlich tiefer sind und besser sind, als wie die ein Externer haben kann, und versuche dann einfach verschiedenste Probleme zu lösen. Oder wenn ich das im Fall der Marwef hernehme, da war die Veranstalter waren da die Grazer Messe, die kommen aus Graz nach St. Pölten, die kennen niemanden, ja. Die kennen keinen Polizisten, die kennen keine Rettungsinstitution von uns, ja. Die kennen keine Security-Dienste etc. Aber alles das sind Dinge, die sie brauchen, abseits von den Behörden. Und da kann man halt so sagen, ich servisiere sie mit Kontakten, ich stelle Kontakte her, ich bin bei Ersterminen dabei und helfe so mit, dass die Großveranstalter sich in St. Pölten wohlfühlen und von Anfang an gut servisiert sind. Und auch mit dem Eindruck von St. Pölten dann wieder weggehen, da kann man jederzeit wieder herkommen, weil da sind wir gut aufgehoben und da werden wir großartig unterstützt. Das ist der eine Part, der auch natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, speziell beim Frequency. Da habe ich mir es mit Harry Jena so aufgeteilt, er macht alles, was innerhalb vom Zaun ist, und ich bin dann für den Rest zuständig. Also sprich, wir haben halt auch versucht, die Situation für die Anrainer zu verbessern. Das ist uns im letzten Frequency-Jahr ganz, ganz sicher gelungen. Man hat das auch deutlich gemerkt, dass die Beschwerden deutlich weniger geworden sind, weil die Bevölkerung jetzt Anlaufstellen gehabt hat, wo sie auch ernst genommen worden sind, wo man den Problemen nachgegangen ist. Ich sage immer, wenn 50.000 Leute in eine fast gleich große Stadt kommen, dann wird das nicht ohne Spuren vorübergehen. Also dass man jetzt sagt, ja, wir haben das Frequency in St. Pölten, wir haben 50.000 Gäste da und keiner merkt irgendwas. Also das wäre einfach nicht die Wahrheit. Mhm. Aber natürlich gibt es Situationen, wo man dann versucht, es zu verbessern. Es ist vieles berechtigt, was reinkommt. Ja, man muss sich das dann anschauen, was ist machbar, wo kann man wirklich mit wenigen Akzenten, ich sage jetzt, wenn man einen Zaun tut, einen Zaun da, eine zusätzliche Toilette irgendwo, eine Security irgendwo positionieren, wo er mehr Sinn macht, ja, dann sind wir da die Ansprechpartner für die Anrainer. Und das hat doch sehr, sehr viel bewirkt. Und genauso sind wir auch das Bindeglied dann zur Polizei und versuchen dann mit der Polizei gemeinsam Lösungen zu finden oder auch mit der Feuerwehr, mit der Rettung und so weiter. Ja. Super. Ja, das war noch immer nicht ganz alles. Ja, bitte. Ich habe noch eine Frage, die viele Frequency-begeisterte Zuseherinnen und Zuseher jetzt wahrscheinlich interessiert. Mhm. Kriegt man bei dir Gratiskarten? Ach, nein. So, nein, Entschuldige, bitte. Also Gratiskarten obliegt ausschließlich dem Veranstalter, und ich weiß, dass das sehr rigoros
geprüft wird, wer da zu der Möglichkeit kommt. Aber es ist gut, dass du die Frage jetzt stellst, weil dann da spare ich mir jetzt, dass mir in der Zukunft viele Leute anrufen, weil das passiert natürlich trotzdem. Ja. Das glaube ich. Ja, cool. Was so eher in die städtischen Agenten einfällt, wir verwalten als Veranstaltungsservice auch die Innenstadtplätze hinsichtlich Veranstaltungen und auch die beiden Seen, also sprich den Ratsdorf und den Vierhofener See. Das heißt, wenn jemand eine Veranstaltung plant, machen möchte, egal zum Rathausplatz oder am Ratsdorfer See, dann sind wir auch einmal quasi vorgeschalten, bevor der behördliche Weg startet und geben dann aber auch den möglichen Veranstaltern Tipps und die Richtlinien vor, was müssen sie als nächstes machen. Es ist oft für einen Außenstehenden, das kann ich total nachvollziehen, schwierig zu verstehen, wenn einer sagt, ich habe ja eh mit der Stadt Kontakt aufgenommen, nur die Stadt ist halt riesengroß, ja, und man darf nicht davon ausgehen, wenn man jetzt das selbst ein Anliegen hat und hat bei irgendeiner Abteilung der Stadt vorgesprochen, dass das automatisch alle Abteilungen wissen, die dann aber in diesen Genehmigungsverfahren mit drinnen sind. Ja. Und deshalb haben wir da quasi das Veranstaltungsservice vorgeschalten. Die schaut einmal grundsätzlich, ob die Verfügbarkeit gegeben ist und ob die Art der Veranstaltung auch zur Stadt St. Pölten passt. Also wir werden jetzt nicht alles genehmigen, das am Rathausplatz jetzt eine Veranstaltung machen möchte. Es muss schon auch dazu passen, es muss ins Bild passen. Und dann geht eigentlich erst der behördliche Weg los, wo man dann halt mit der Verkehrsabteilung Kontakt aufnehmen muss, weil es in dem Fall öffentliche Verkehrsfläche ist. Ja. Und dann habe ich sehr oft schon gemerkt, glauben die Leute, es ist erledigt. Ja. Aber die Veranstaltung anmelden muss man trotzdem. Und da ist sehr oft auch diese Verwechslung zwischen dem Veranstaltungsservice und der Veranstaltungsbehörde. Also wir sind nicht Behörde, sondern wir sind da quasi ein Reglement, das vorgeschalten ist, das einmal sagt, ja, ist frei, ja, wollen wir so haben und jetzt bitte wendet euch an die und die Stellen, damit sie auch die offiziellen Genehmigungen bekommen. Ich habe gesagt, dass wir haben so Top-Events in St. Pölten, das Frequency, Ö3 Weihnachtswunder, Sommerfest, das sind ja alles Geschichten, die sind ja keine kleinen Partien mehr, da geht es ja wirklich um was. Wie siehst du das mit in Bezug jetzt auf Corona? Natürlich ist es für die Branche und für die Veranstalter extrem hart gewesen. Man ist auch sehr, sehr lange eigentlich im luftleeren Raum gehängt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Jetzt nicht wir vom Veranstaltungsservice, sondern die Partner, die ich kenne, mit denen ich viel zusammenarbeite oder sehr eng zusammenarbeite. Ja. Da ist es halt gegangen um große Produktionen. Ich sage jetzt als Beispiel, wo halt Tickets im Vorverkauf schon über den Ladentisch gegangen sind. Und wo dann die Schwierigkeit mit der Rückzahlung über Ö-Ticket war, da hängen ja so viele Dinge zusammen, ja, und dran, das ist für einen Einzelnen schwer nachvollziehbar. Ein Einzelner sagt natürlich, ich habe jetzt 70 Euro für meine Karten gezahlt und ich möchte 70 Euro jetzt zurückhaben. Ja. Mhm. Dass aber da zum Teil Millionenbeträge draußen waren, wo Ö-Ticket dann möglicherweise auch Monate gebraucht hätte, das überhaupt rückabzuwickeln. Ja. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann ist diese Lösung, ich glaube, sie ist in Deutschland als erstes gekommen mit der Gutscheinlösung, die halt dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt X gilt und ob dann wird das Geld erst ausbezahlt, ist man auf einen Kompromiss gekommen, der aus meiner Sicht für die Veranstaltungsbranche gut war. Man hat ja gemerkt, ich sage jetzt einmal gerade beim Frequency, was ist, ist es ganz, ganz schnell gegangen, dass die Leute das Ticket umgeswitcht haben auf das nächste Jahr. Ja. Und natürlich, wir hoffen alle, dass sich die Situation besser morgen als übermorgen beruhigt, verbessert, um auch wieder Kunst-Kultur-Veranstaltungen zuzulassen. Ich habe jetzt absolutes Verständnis, wenn man sich die Zahlenentwicklung anschaut, dass jetzt im Moment einfach so gut wie nichts machbar ist. Ja. Man muss zuerst das unter Kontrolle bringen, bevor man dann an die größeren Produktionen wieder denken kann. Das ist logisch. Ja. Man hofft halt dann trotzdem, dass sich die Situation verbessert. Aber ich bin kein Mediziner, ich bin kein Virologe, um da jetzt irgendwelche Prognosen abzugeben. Ja, wir sind da auch Beifahrer, wie wir das ganze Jahr Beifahrer waren. Wir können nur planen, wir können nur versuchen durchzuführen. Ich bin froh, dass es uns heuer einmal gelungen ist, eine doch größere Veranstaltung, eine Eigenproduktion in St. Pölten, nämlich das Summer Plus Festival am Ratsdorfer See, im August durchführen haben können. Wir haben natürlich mehr Mittel braucht, wir haben mehr Personal braucht, ja, aber wir haben ein Zeichen setzen können. Und ich glaube, um das geht es in der heutigen Zeit auch, dass man punktuell Zeichen setzt.
Und da sehe ich uns als städtisches Veranstaltungsbüro, wenn ich das so nennen darf, auch in der Pflicht, dass wir nicht die sind, die im voreiligen Gehorsam sagen, das können wir alles nicht machen, das machen wir nicht, sondern wir haben heuer alle unsere Veranstaltungen geplant, wir haben sie umgeplant, wir haben sie nochmal umgeplant, wir haben sie zum Teil verschoben und wir haben sie dann leider schlussendlich am Ende des Tages auch dann absagen müssen. Aber wie gesagt, eben nicht alles und nicht jede Veranstaltung. Punktuell ist es eben gelungen, in einem Zeitfenster, wo halt auch die Zahlen gut waren, weil wir haben im Sommer, weiß ich nicht, 800 Infizierte gehabt. Ja. Und da waren halt die Lockerungen so weit fortgeschritten, dass man sagt, da traue ich mich jetzt drüber. Ja. Dass es für einen privaten Veranstalter momentan ungleich schwieriger ist, es liegt auf der Hand, weil da hängt einfach mit jeder Planung ins Ungewisse hängen Personalkosten dran, die so aus meiner Sicht schwierig zum Tragen sind, wenn du wirklich dir nicht sicher bist. Es gibt sehr viele positive Akzente schon, die während Corona gesetzt worden sind, unter anderem im Summer Blues Festival, dass man wirklich auch die Leute wieder motiviert und ein bisschen auf Perspektive gibt. Jetzt einmal als konkrete Frage, gibt es schon irgendwelche Maßnahmen, um die Eventstadt St. Pölten nach Corona zu untermauern, ein bisschen zu stärken, das Potenzial abzuholen? Habt ihr da schon irgendwas in Planung? Also wir haben jetzt ganz aktuell in Planung den Eislaufplatz am Rathausplatz und da möchte ich auch gleich mit vielen Gerüchten aufräumen. Also das wird nicht so ein kleiner Eislaufplatz, wie man ihn vor 15 Jahren noch kannte. Der da am nördlichen Teil des Rathausplatzes so ein kleines Figur, das wird ein Event-Eislaufplatz. Ja. Das wird ein Erlebnis-Eislaufplatz. Ja. Und wir haben uns da sehr, sehr vieles überlegt. Wir beginnen nächste Woche Montag mit dem Aufbau. Wir wollen mit dem Aufbau am 11. Dezember fertig sein. Wir wissen nicht, ob wir am 11. Dezember aufsperren können, aber wir müssen Akzente setzen. Ja. Geplant wäre der Eislaufplatz grundsätzlich erst ab Jänner gewesen, bis Ende Februar. Wir haben jetzt gesagt, okay, Weihnachtsmarkt ist definitiv in der Art und Weise zu der jetzigen Zeit nicht möglich. Das muss man akzeptieren. Den haben wir natürlich fix fertig durchgeplant gehabt. Ja. So wie halt alles andere auch. Ja, weil wir halt, wenn wir zum Planen für den Christkindlmarkt beginnen, da reden wir von erste Maßnahmen passieren irgendwann im Sommer, aber die konkrete und Intensivplanungsphase ist im September dafür. Ja. Wir können im September nicht hergehen und sagen, wir planen den Christkindlmarkt nicht, weil wahrscheinlich wird es ihm eh nicht geben. Ja. Und die Alternative war dann eine relativ spontane Idee, dass man gesagt hat, okay, wir können zwar das nicht machen, aber ein Eislaufplatz ist keine Veranstaltung per se, sondern ein Eislaufplatz ist in erster Linie mehr eine Sportstätte. Und Sportstätten, die im Freien nur dazu sind, im Freien ist wiederum definiert mit mindestens auf drei Seiten offen, waren sogar im Lockdown leicht möglich gewesen. Jetzt im harten Lockdown ist das nicht möglich, aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass so wie wir jetzt wieder abgeschalten haben, in der umgekehrten Reihenfolge wieder zurückschalten werden. Das heißt, ich gehe davon aus, Schulen und Handel werden wahrscheinlich die ersten sein, aber die Sportstätten, die auch ganz zum Schluss erst weggeschalten worden sind, die vor allem im Freien sind, ja, nehme ich an, werden als erstes wieder oder als eines der ersten wieder zurückgeschalten. Und wir haben natürlich jetzt Corona-bedingt Maßnahmen getroffen, die man sonst vielleicht so in dem Ausmaß nicht getroffen hätte, jetzt mit einer Umzäunung, aber jetzt nicht mit einer grauslichen Umzäunung, also wir werden jetzt da nicht einen schönen Brunnen nachbauen, ja, mit einem Käfig, wo die Leute drin sind und draußen können alle zuschauen, also so wird es nicht ausschauen, es wird sehr, sehr nett und stilvoll dekoriert werden. Es braucht aber eine Einzäunung, die sehr, sehr dezent ausfallen wird, um einfach Überblick zu bekommen, wie viele Leute sind auf dem Gelände, ja? Damit wir die maximale Sicherheit gewährleisten können. Ja? Und dann wiederum gibt es einen zweiten Zutrittsbereich, nur der die Eisfläche selbst betrifft. Ja? Das heißt, auch auf der Eisfläche wird es eine Begrenzung geben und wir haben da halt in ein System investiert, das uns halt sagt, okay, so und so viele Leute sind zeitgleich jetzt gerade auf der Fläche des Eislaufplatzes bzw. auf der Eisfläche direkt. Ja. Man darf sich das so vorstellen, dass wir eine große Eisfläche im südlichen Bereich haben, sprich also vor der Basezäule, wenn man vom Rathaus rausgeht. Wir werden dann unter dem Christbaum rund um die Basezäule fahren können, also das wird eine Rundfahrt rund um die Basezäule geben und haben dann im nördlichen Teil noch einen kleinen Kinderbereich geplant, wo wir auch mit Eislaufhilfen und so weiter zur Verfügung, die wir zur Verfügung stellen, den Kleinstkindern einfach einmal die Möglichkeit geben wollen, das ausprobieren zu können. Und
Der ganze Platz wird aber mit Platten ausgelegt, damit man jederzeit die Eisfläche verlassen kann. Und dieses, ich nenne das jetzt einmal durchaus Winterdorf, ja, besuchen kann. Ja. Das heißt, du kannst damit die Schlittschuhe, genauso wie du auch ohne Schlittschuhe gehen kannst, weil es gibt ja Eltern, die dann vielleicht mit den Dreijährigen gehen, wo die Eltern gar keine Schlittschuhe auch haben. Du kannst dich auf diesem Gelände dann bewegen. Aber wie gesagt, unter der maximalen Prämisse der Sicherheit, ja, dass wir halt schauen, dass nicht der ganze Platz überladen ist von Personen. Ja. Wie gesagt, also das ist der unmittelbare Akzent, den wir jetzt gleich setzen wollten, ja, wo wir glauben, dass er durchführbar ist, also machbar ist und dass er ein bisschen Freude verbreiten kann. Ja. Weil das ist ja das, wir in der Eventbranche, wir sind zum Bespaßen der Bevölkerung da. Ja. Das darf man ja nie vergessen. Ja. Das ist nicht nur Wirtschaftsfaktor, ja, sondern natürlich, das ist es auch, ja, aber wir sind zur Unterhaltung der Personen da. Ja. Wir wollen Alternativen zum Alltagsleben bieten. Du hast vorher kurz erwähnt, ihr habt ein eigenes System zum Beispiel entwickelt, auch damit man die Personen am Eislaufplatz ein bisschen erzählen kann und kontrollieren kann. Und dann will ich ein bisschen überleiten in dieses Thema Professionalität der Eventbranche. Das wird ja immer professioneller, das wird ja immer schneller und immer getriebener von der Technik. Wie siehst du das? Wie kann sich der Standort da profilieren? Beziehungsweise gibt es da Kooperationen oder Zusammenarbeit mit St. Pölten Unternehmen oder Institutionen, die da unterstützen? Das Wichtigste ist und bleibt in den letzten Jahren, und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben, einfach die Sicherheit von vor allem von Großveranstaltungen. Ja. Und für Sicherheit von Großveranstaltungen gibt es eine Reihe von guten Seminaren, die man besuchen kann, wo man sich weiterbilden kann. Man kann sich sehr oft mit anderen Veranstaltern austauschen. So wie es bei mir ist, ich lerne permanent dazu. Ja, weil wenn ich jetzt ein Bindeglied bei einer Großveranstaltung wie dem Frequency bin und in der Größenordnung habe ich selbst auch noch nicht veranstaltet, dann lernst du automatisch dazu, weil du einfach, du gehst anders rein in eine Veranstaltungslocation. Ja. Also ich schaue auf Dinge, wenn ich in eine Location reingehe, die fallen kaum jemanden auf das ich als erster schaue. Ja. Wir sind in der Situation gewesen beim Ö3 Weihnachtswunder, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil es so sensationell angenommen worden ist, ja, und so großartigen Erfolg gebracht hat und so viel positive Stimmung in die Stadt gebracht hat. Aber wir sind in die Situation gekommen, wir haben den Platz sperren müssen. Niemand musste bisher den Rathausplatz sperren. Ja. Für mich mein persönliches Highlight-Erlebnis. Ich bin mit dem Polizeiauto gefahren an dem Tag, ja, weil einfach sonst keiner da war. Ja. Aber wir haben ein Polizeiauto da stehen gehabt. Ja. Und der Oberst Beuchler hat zu mir gesagt, du fährst hintere, machst den hinteren Bereich mit mir und da stellen wir den hin und da stellen wir den hin und wir sperren diesen Platz. Ja. Und wir haben keine Erfahrung gehabt. Natürlich haben wir sich vorher die Gedanken gemacht, ja, aber erlebt haben wir es das erste Mal dann direkt an diesem Sonntag war es. Ja. Und es ist ein Erlebnis, wo du wieder lernst. Ja. Es sind diese Alltagserlebnisse, die du auch hast, ja, auf die du zwar vorbereitet bist, aber du kannst oft nicht auf jede einzelne Situation vorbereitet sein. Aber du kannst eine großartige Mannschaft haben, und da bin ich jetzt bei der Sicherheit, die weiß, was tut, wenn es anbrennt. Das heißt, mir, unsere größte Aufgabe ist einfach, die Leute, die uns besuchen, zu schützen. Ja? Und das nimmt in der Vorbereitung sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, weil das logischerweise viele Besprechungen sind, da braucht es Konzepte dazu, die du zuerst einmal einfach auf Papier entwickelst, dann besprichst du die mit Experten durch. Ja. Ist ähnlich wie jetzt mit diesen Corona-Konzepten, da redest du halt nicht mit der Polizei, da redest du halt mit einem Arzt oder mit einem Gesundheitsexperten, ja, wie er das sieht. Ja. Aber in erster Linie bist du mit der einmal in die Vorleistung geht. Du denkst ja einmal dieses System durch, du denkst alle etwaige Situationen durch. Ja. Und man kann an sehr, sehr viele dieser Situationen denken. Ja. Und das ist nur viel, viel wichtiger, ob jetzt die Musikgruppe A oder B spielt. Ja. Das ist eine Geschmacksfrage. Ja. Das wird den einen mehr gefallen, den anderen wird die andere Gruppe mehr gefallen. Aber die Sicherheit ist für mich die oberste Prämisse bei den Großveranstaltungen. Dort müssen wir uns permanent verbessern. Da gibt es immer wieder Situationen, wo du dich dann bei der Nase nehmen musst und sagst, okay, in dem Bereich müssen wir nur besser werden, da müssen wir nur schneller werden, da müssen wir nur besser werden und intensiver nur über das nachdenken und die Szenarien durchspülen, die passieren könnten. Ja. Das gehört zur Professionalisierung dazu, denn Dinge, an die man, weiß ich nicht, früher überhaupt
die Tochter hat keinen Wert gekriegt, hat, sind mittlerweile Standard geworden. Wenn ich als Beispiel sage, nehmen wir den Christkindlmarkt her, der hat natürlich mit den neuen Hütten, mit der neuen Aufmachung großen Image dazu gewonnen, ist irrsinnig beliebt geworden, ja, und hat sich einfach in wenigen Jahren von 0 auf 100 hinauf katapultiert. Kleine Sachen, die vielleicht jetzt nur im Unterbewusstsein auffallen. Ja. Früher hat jeder Wirt, ich sage jetzt ganz banal, im Word-Art irgendeinen Zettel ausdruckt, das war sein Speisekarten nicht hingeklatscht. Ja. Wir haben da einfach nur versucht, eine einheitliche Linie hineinzubringen, ja, sozusagen ein bisschen ein Ziel zum Entwickeln für diese Veranstaltung. Und wenn es vielleicht auch nicht ganz bewusst manchen oder sehr vielen ist es eh aufgefallen, aber wenn es nicht bewusst aufgefallen ist, ist es unterbewusst aufgefallen. Es war ein einheitliches Erscheinungsbild, ja. Es war ein schlüssiges Konzept dahinter und das honorieren die Leute. Ja. Mhm. Und da kann man immer besser werden und es gibt immer wieder Sachen, wo man sagt, okay, denken wir das neu durch. Du hast das Sommerfest angesprochen am Adelsplatz, ja. Auch da denken wir noch. Wir haben durch Corona auch gelernt, dass der Rodersplatz mit der Erweiterung der Schanigärten auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Mag ein Denkansatz sein, ist es auch, das verwundert ja. Dabei, ja, darüber nachzudenken, was passiert nach Corona mit dem Rodersplatz im Sommer. Ja. Wir werden darüber nachdenken. Aber das wird ein Diskussionsprozess, wo man ein paar Leute mit einbinden wird. Und dann werden wir schauen. Es wird sich parallel der Domplatz herauskristallisieren als mögliche Alternativfläche für Veranstaltungen. Ja. Also es gibt immer Optionen, wo du dich verbessern kannst, wo du neue Ansätze bringen kannst. Und ich glaube, um das geht es auch, dass man dann gelegentlich einmal den neuen Ansatz dann noch bringt. Ja. Eventstadt St. Pölten, unsere größte Stärke ist? Ganz kurz. Unsere größte Stärke ist, wir sind eine wahnsinnig grüne Stadt, ja, aber vielleicht momentan gerade diese öffentlichen Diskussionen total in die andere Richtung gingen, aber halt auch, glaube ich, ein bisschen der Wahl geschuldet sind, dass diese Diskussionen gerade gibt. St. Pölten hat mit dreimal umfallen überall Grünflächen, ja, und man hat ja jetzt da gesehen, allein Spartan Race, was eine neue Veranstaltung ist, am Truppenübungsplatz oben, ja, war eine großartige Veranstaltung, das ist recht viel grünere Veranstaltung, also wie Spartan gibt es eigentlich nicht. Ja. Das sind Naturburschen und Mädels, ja, die sich da durchhauen durch diesen Parcours. Wir haben die Dreisen als Naherholungsgebiet, ja, wo wir eben auch dieses Frequency-Campen haben. Und ja, natürlich ist da eine Verschmutzung, aber ja, auch, es wird sofort gereinigt, innerhalb von einer Woche ist alles dann wieder sauber und pipifein. Und da wird auch, ja, der Dreck weggeräumt, denn das ist ein Böttner tut ein Linus das ganze Jahr. Das muss man auch mal dazu sagen, ja. Mit der Challenge, mit der Triathlon-Challenge, eine großartige Veranstaltung. Das geht nur, wenn du Raum und Platz hast, ja. Und wir haben zwei großartige Seen, ja. Es soll jetzt ein See im Süden auch noch entstehen. Ja. Wir entwickeln uns zwar von den Prozentzahlen, ich glaube so unter 1%, wo wir das Wachstum haben, sehr, sehr gesund. Ja. Und trotzdem werden wir immer besser und immer großartiger. Ja. Und wir haben einfach diese Möglichkeiten, wir brauchen auch diese zusätzlichen Flächen, die wir da jetzt da, haben, um eben Optionen zu schaffen. Ja. Es ist jetzt nicht für alles immer alles geeignet. Ich kann jetzt da am Truppenübungsplatz ganz sicher nicht in der Konzert machen, ja. Weil dort gibt es Tiere, dort gibt es Naturschutz. Ja. Aber ich kann eine Grünveranstaltung dort machen. Ja. Das ist möglich. Ja. Und es kann auch mal was Kleines, qualitativ Hochwertiges sein. Ja. Ich glaube, in erster Linie sollte immer die Qualität umstehen. Es geht nicht um, wie bewege ich Massen, sondern wie kann ich jemanden überzeugen, das Plus-Festival, was wir durchgeführt haben, ist keine Massenveranstaltung. Das ist eine Veranstaltung, die hat rund immer so um die 800, 900 Besucher. Ja. Aber wir haben Besucher aus der Schweiz. Ja. Wir haben wir haben aus der Schweiz wen gehabt, wir haben aus Deutschland wen gehabt, wir haben aus Holland wen gehabt. Ja. Ein Blues-Fest in St. Pölten. Ja. Warum? Blues ist ein eher Nischenprodukt, das muss man schon ganz offen und ehrlich sagen. Das hat ein gewisses Fan-Klientel. Es ist zwar, die Blueserer sagen das halt immer, der Ursprung der Musik ist der Blues. Ja. Aber es hat ein ganz eigenes Fan-Klientel und es würde nicht aus der Schweiz jemand anreisen für ein Konzert, das um 18 Uhr beginnt und um 23.30 Uhr endet, ja, mit 4 bis 5 verschiedenen Musikgruppen, je nach Jahr. Wenn es nicht großartig wäre. Ja. Das heißt,
Frequency ist die eine Seite, das ist Masse, aber das ist auch großartig. Ja, das ist auch für die Künstler, ja, das ist wie die Schausmafia, etc., 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 Billie Eilish, ja, was jetzt im Vorjahr waren. Großartig, viele Leute, ja. Aber es muss nicht immer nur im Format Frequency sein, um einen Eventstandort zu verbessern. Es können keine Produktionen sein. Wir haben tolle Häuser in St. Pölten, wir haben eine Bühne im Hof, wir haben ein Festspielhaus, wir haben ein tolles Theater. Es ist auch dort möglich, große Qualität zu bringen, wo wir halt nicht 50.000 Leute auf einmal kommen. Ja? Also man sollte sich nicht immer nur an der Anzahl der Besucher definieren. Ja? Das ist vielleicht die Botschaft. Ja, super. Michi, ich danke dir recht herzlich. Danke.